Hey Leute, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Lisa und heute werde ich euch die Bücher, die ich im Januar gelesen habe, vorstellen. Ich kann es kaum fassen, dass der erste Monat des Jahres schon vorbei ist, aber ich freue mich schon, über die Bücher zu reden, denn es sind einige gute dabei, einige Enttäuschungen auch und vielleicht kann ich euch davon abschrecken und wenn das Gegenteil passiert dann auch gut. Wir sind alle hier, um Bücher zu lieben. So, das erste Buch, das ich im Januar beendet habe, heißt The Collective von Alison Galen. Es ist ein Thriller und ich habe eigentlich hohe Erwartungen an dieses Buch gehabt, denn das Konzept klang an sich sehr originell und es gab auch ein paar wichtige Themen, die angesprochen wurden, wie Feminismus, Trauern, Elternsein. Aber es hat sich gezogen. Mich persönlich macht Thriller, die fast-paced sind. Das hier war aber nicht der Fall. Ganz kurz, es geht in diesem Buch um Camille, deren Tochter vor kurzem gestorben bzw. ermordet worden ist. Und sie hat also die Kontrolle über ihr Leben verloren. Sie hat Lust auf nichts mehr, sie trinkt viel. Und eines Tages trifft sie auf einer Online-Gruppe, wo nur Frauen, deren Kinder... Also Mütter, deren Kinder ermordet worden sind, dürfen beitreten. Diese Gruppe soll ein Ort sein, wo man sich frei ausdrücken kann, ohne beurteilt zu werden. Und die Mütter sind alle ziemlich wütend über dem, was passiert ist und wollen den Mördern nicht verzeihen, sondern stellen sich grausame Wege vor, wie sie sich an den Mördern rächen würden. Und es sollte alles nur Spaß sein, denkt Camille, nichts Ernstes, ein bisschen Dampf ablassen. Aber dann bekommt sie eine Privatnachricht, wo ihr gesagt wird, hey, wie wäre es, wenn wir das wirklich schaffen würden? Was würdest du sagen? Und sie ist ein bisschen skeptisch, aber lässt sich darauf ein. Es stellt sich heraus, dass es eine Gemeinschaft ist, die zusammenarbeitet, um sich an den Mördern zu rächen. Und jede Frau hat nur eine Aufgabe, also keine weiß den ganzen Plan insgesamt. Langsam entpuppen sich die Konsequenzen von den ganzen Sachen, die Camille aufgetragen wurde. Zum Beispiel, sie kauft ein paar Uhren und später in den Nachrichten sieht sie, dass diese Uhren Teil einer Bombe waren, mit dem sich ein Mann angeblich umgebracht hat. Aber eigentlich war es die Gemeinschaft, die dafür verantwortlich ist. Und irgendwann entdeckt Camille sogar ein Geheimnis, die ihr Leben in Gefahr bringt. Also wie gesagt, es klingt sehr spannend, sehr vielversprechend. Es war nur einfach nicht das, was ich von einem Thriller erwarte. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, heißt Gods of Jade and Shadow von Silvia Moreno Garcia. Dieses Buch hat mich vielleicht von allen am meisten enttäuscht, weil ich die höchsten Erwartungen hatte an diesem Buch. Weil ich habe das Buch von der gleichen Autorin Mexican Gothic gelesen, der mexikanische Fluch auf Deutsch. Und ich liebte dieses Buch einfach so sehr. Ich wollte dieses Buch heiraten. Und dann kam dieses Buch und ich dachte natürlich, hey, es muss auch sehr gut sein. Es klang auch sehr vielversprechend. Aber es hat sich einfach gezogen. Es war nicht mein Ding. Es war nicht das, was ich erwartet habe. Und ich glaube, das ist immer schade, wenn man sehr hohe Erwartungen hat. Ich finde, das ist einfach das, was am meisten wehtut, weil man so hohe Erwartungen hat und diese Erwartungen nicht erfüllt werden. Aber an sich war das Buch trotzdem etwas Neues, Erfrischendes, Originelles und ich habe Respekt vor dem Buch. Also in diesem Buch geht es um eine junge Frau namens Cassiopeia. Sie ist eigentlich eine sehr starke, sehr eigenwillige Frau, die aber leider ein bisschen wie eine Sklavin behandelt wird von ihrer Familie. Eines Tages findet sie einen Koffer und öffnet sie den Koffer, wo die Knochen eines Gottes eingesperrt wurden. Also sie macht auf und die Knochen fügen sich zusammen und vor ihren Augen taucht dieser Gott auf, der ist eigentlich der König der Unterwelt. Er erklärt ihr, dass es war sein Bruder, der ihn eingesperrt hat, um an die Macht zu kommen und sagt, dass er Cassiopeias Hilfe braucht, um seinen Thron zurückzuerobern. Dabei verspricht er ihr, dass er im Gegenzug all ihre Träume wahr werden lassen wird. Das Ganze spielt in den 20ern in Mexiko. Ich mochte Cassiopeia wirklich sehr. Es fehlte einfach Aktion in diesem Buch, denke ich. Ja.
Wir machen weiter mit ein Buch von Ellen Berg, Ich koch dich tot. Und hier schon wieder hatte ich sehr hohe Erwartungen. Und ihr sagt euch vielleicht, dann hör auf, einfach so hohe Erwartungen an Büchern zu haben. Aber ich kann es einfach nicht vermeiden, wenn ich ein Buch lese, welches sehr gut war, dann erwarte ich auch, dass die anderen Bücher auch vielleicht so gut sind. Ich glaube, es ist einfach normal und unterbewusst. Es ist nicht, als ob ich bewusst gesagt habe, ich werde sehr hohe Erwartungen an diesem Buch haben. Und mit Ellen Berg ist es so, dass ich alle ihre Bücher lese in der Reihenfolge, in der sie geschrieben hat. Das letzte Buch, welches ich von ihr gelesen habe, hat mir so unglaublich gut gefallen, dass ich natürlich erwartet habe, dass es bedeutet, dass alle ihre Bücher sich einfach verbessern. Aber das war hier nicht der Fall. Am Anfang war es sogar sehr gut und ich wollte nur weiterlesen. Aber irgendwann kam ein neuer Charakter und er hat alles für mich einfach ruiniert. Ich konnte einfach nicht mehr, ich konnte ihn nicht leiden. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wenn ein Charakter so arrogant und selbstgefällig ist, ich kann einfach nicht weiterlesen, weil das mich einfach so wütend macht. Vielleicht bin ich die Einzige, aber naja, das ist das, was hier in diesem Buch passiert ist. Und außerdem, dieses Buch für mich repräsentierte eine starke Frau, die sich von der Unterdrückung ihres Mannes befreit hat. Und dann kommt dieser Mann, dieser Arsch, und nimmt ihr die Bühne weg. Aber wie dem auch sei, das Buch war trotzdem sehr lustig und unterhaltsam. Immerhin ist es ein Ellen Berg Buch. Hier geht es nämlich um Vivi, die eines Tages ihren Mann aus Versehen vergiftet. Sie ist ziemlich benommen, aber anstatt sich zu stellen, vertuscht sie das Ganze. Dann drohen die Kinder ihres Mannes, sie geldlos auf der Straße zu setzen. Also hackt sie einen Plan aus. Sie hat auf einmal ein neues Selbstbewusstsein und merkt, dass sie nach dem Tod ihres Mannes frei ist. Als andere Männer sich ihr in den Weg stellen wollen, bringt sie sie auch einfach um. Dann trifft sie auf Jan und verliebt sich in ihn. Auf einmal passieren komische Dinge, zum Beispiel ihre Bremse versagen, sie wäre beinahe ertrunken und es scheint also, als ob der Jan sie umbringen will. Aber weil Vivi nicht mehr die schüchterne, unterdrückte Frau von einst ist, wird sie sicher nicht aufgeben, ohne zu kämpfen. Wie gesagt, klingt sehr gut. Charakter für mich hat es ruiniert. So, nach den paar Enttäuschungen kommt ein Buch, das eigentlich genau das war, was ich erwartet habe. Ich rede hier von Queen of Thieves von Beezy Marsh. Das Einzige vielleicht, was ich daran auszusetzen habe, ist, dass es nicht lang genug war. Denn ich denke, wenn es ein historischer Roman ist, braucht es Zeit wirklich für die Entwicklung des Charakters, um uns auch darauf vorzubereiten, was ihnen entgegenkommt. Ja, ein bisschen mehr Zeit, aber ansonsten war es einfach perfekt. Das, was ich erwartet habe. Also dieses Buch spielt nach dem Zweiten Weltkrieg in London. Es geht um eine Frau, eine Gruppe von Frauen, die als Dieben arbeiten. Für die Queen-Dieben Alice Diamond. Alice nimmt die Frauen unter ihren Schutz und bietet ihnen die Möglichkeit an, ihre Leben selbst in die Hand zu nehmen. Bald trifft sie die junge Nell, die schwanger ist, es aber verheimlichen muss, weil sie nicht verheiratet ist. Alice bietet ihr also einen Job an und verspricht ihr, dass der Job ihr ein gutes Leben ermöglichen wird. Nell stimmt also widerwillig zu, denn der Vater des Babys hat sich als unzuverlässig erwiesen. Dann kommt es zu dem ersten Job, wo Nell eigentlich verhaftet wird. Und es stellt sich heraus, dass Alice, also die Queen-Dieben, dahinter steckt, weil es so eine Art Test sein sollte, wie loyal sie gegenüber Alice sein würde, ob sie unter dem Druck alles verraten würde oder nicht. Und als Alice das herausfindet, hackt sie einen Plan aus, um Alice von ihren Thron zu stoßen. Die Frauen in diesem Buch waren einfach unglaublich stark und haben mich einfach inspiriert. Kommen wir zu dem ersten 5-Sterne-Buch des Monats. Kaikei von Vaishnavi Patel. Dieses Buch war einfach so gut. Ich habe es in einer Nacht durchgesuchtet. Also ich hatte schon erwartet, dass dieses Buch mir gefällt, aber nicht so gut, wie es mir gefallen hat. Ich hatte vor, es letztes Jahr zu lesen, aber weil ich so viele Bücher habe, habe ich es noch nicht gekauft. Dann endlich im Dezember habe ich es gekauft und auf meine Liste für
von 23 Büchern für 2023 gesetzt. Ich bin einfach so froh, dass ich dieses Buch gelesen habe. Dieses Buch ist eine Neuerzählung einer indischen Mythologie. In dem Buch begleiten wir Kaikeyi durch ihre Kindheit. Ja, seitdem Kaikeyi klein ist, stellt sie die Autorität der Götter in Frage und findet es ungerecht, wie die Frauen in ihrem Land behandelt werden. Eines Tages entdeckt sie sogar, dass sie eine Art magische Fähigkeiten hat, mit der sie Leute beeinflussen kann. Durch ihr Leben kämpft Kaikeyi, um so abhängig wie möglich zu bleiben, selbst nachdem sie heiratet. Und sie nutzt das bisschen Macht, das sie als Frau des Königs bekommen hat, um anderen Frauen zu helfen. Das Buch ist also zugleich philosophisch, spannend und berührend. Außerdem bietet es einen Einblick in die indische Kultur, was ich zugleich faszinierend und bereichernd fand. Dann kam noch ein 5-Sterne-Buch, Independence von Chitra Banerjee Davakruni. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ich war diesem Buch gegenüber ein bisschen skeptisch, denn es ist wirklich sehr kurz. Wie viele Seiten hat es? Okay. Es hat weniger als 300 Seiten. Es ist historisch, also wie ich schon über Queen of Thieves gesagt habe. Ich finde, historische Romane können sich leisten, länger zu sein. Und außerdem ist der Schreibstil hier in diesem Buch ein bisschen anders als alles andere, was ich gelesen habe, denn es ist wirklich alles so schnell erzählt. Es passieren so viele Sachen in diesem Buch so schnell, dass ich es einfach nicht gewöhnt war. Aber danach fing ich an, in die Geschichte reinzukommen und die Charaktere waren trotzdem sehr gut entwickelt und ich liebte dieses Buch einfach. Dieses Buch spielt in Indien in der Zeit, während die Spannung zwischen den indischen und muslimischen Religionen zu immer mehr Gewalt und Hass geführt hat. In diesem Buch geht es um drei Schwestern, die sich auf einmal in verschiedenen Ländern, sogar auf verschiedenen Kontinenten befinden, nachdem Pakistan von Indien getrennt wurde, also nachdem Pakistan entstand. Manchmal war es in diesem Buch sehr schwer zu erfahren, wie brutal die muslimischen und indischen Leute zueinander waren. Aber an sich fand ich, dass das Buch voller Hoffnung war. Und ich habe mich einfach total in die Charaktere verliebt. Ich habe mit ihnen gelitten, ich habe mit ihnen geweint, ich habe mit ihnen triumphiert. Es war unglaublich. Leute, ihr solltet das wirklich lesen, vor allem wenn ihr euch für die indische Kultur ein bisschen interessiert. Jetzt kommen wir zu richtigen Enttäuschungen des Monats, Bücher, die ich abgebrochen habe. Das erste hier heißt Snake Root von Stephen Cole und ich konnte dieses Buch überhaupt nicht leiden. Es ist eigentlich der erste Teil einer Trilogie. Es geht um eine Gruppe von jungen Personen, die als Dieben arbeiten oder sowas. Aber ich konnte es einfach nicht leiden. Es war voller Klischees, vor allem was junge Frauen angeht. Und ich wollte mir das einfach nicht antun. Also ich habe es einfach abgebrochen. Das nächste Buch ist ein Thriller und es klang eigentlich sehr vielversprechend. Im Tal des Fuchses von Charlotte Link. Es geht um einen Mann, der eine Frau entführt. Kurz darauf wird er wegen eines anderen Verbrechens verhaftet. Und er hat diese Frau in irgendeine Hülle eingesperrt und niemand weiß, dass diese Frau überhaupt entführt wurde. Also es klingt sehr spannend, weil was passiert mit der Frau, was passiert mit dem Verbrecher. Aber irgendwann wurde es einfach so langsam, es gab so viele verschiedene Perspektiven, dass ich durcheinander kam, wer war. Und deswegen habe ich es einfach abgebrochen, weil ich denke, es gibt so viele andere Bücher, die ich zu lesen habe zu Hause und ich möchte meinen Sub abbauen und deswegen muss ich manchmal schwere Entscheidungen treffen, weil eigentlich bin ich sehr neugierig darauf, was mit dieser Frau passiert, aber ja, man kann nicht immer gewinnen. Leute, ihr werdet es sicher satt haben, dass ich das habe. Dieses Buch hier klang so vielversprechend und ich hatte so hohe Erwartungen daran. Rock, Paper, Scissors von Alice Feeney. Aber wirklich, das Konzept klingt einfach so interessant. Es geht um ein Ehepaar, das gerade eine schwierige Phase durchmacht. Und sie gewinnen ein Wochenende in einer Berghütte und sie denken, das ist ihre Chance, um ihre Ehe zu retten, um näher zu kommen. Sobald sie aber bei der Hütte ankommen, passieren komische Dinge. Wir als Leser wissen von vornherein, dass sie eigentlich gar kein Wochenende gewonnen haben, sondern jemand hat das Ganze manipuliert,
um sie dort zu locken. Als immer mehr klar wird, dass sogar die beiden sich Sachen verheimlichen, scheint es so, als hätte jemand von ihnen, einer von ihnen, das Spiel manipuliert. Also wie gesagt, es klang einfach sehr gut, aber was ich nicht mochte, war der Schreibstil. Es war so wiederholend. Die beiden Charaktere haben sich einfach andauernd über irgendwas in ihrem Leben beschwert. Ich konnte sie nicht mal auseinanderhalten. Ich habe die Geduld einfach verloren. Ja, ich wollte wissen, was passiert, aber ich wollte mir das nicht mehr anhören, nicht mehr lesen. Und es sollte anscheinend verfilmt werden. Also vielleicht werde ich einfach den Film gucken und mal schauen. So Leute, wir haben es geschafft, wir haben es überlebt. Das waren die Bücher, die ich im Januar gelesen und abgebrochen habe. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, Inspiration geben, neue Bücherempfehlungen geben, ein bisschen abschrecken, was alles, was nicht. Ich verabschiede mich jetzt von euch und danke euch fürs Zuschauen. Ich sage, macht's gut, bis dann, tschüss.